Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um den Umgang mit Notizen, einerseits ganz grundsätzlich und zum anderen dann die konkrete Anwendung in OneNote. Dazu werden wir uns also arbeitsorganisatorische Grundlagen anschauen und dann in OneNote, wie man Notizen erstellt, wie man sie gut wiederfindet, wie man sie dann auch weiterverarbeitet, und zum Schluss werde ich euch noch einen Tipp geben, wo ihr den Speicherort für die schnellen Notizen in OneNote findet. Wenn wir mit Notizen umgehen, dann ist unser Ziel normalerweise, dass diese Notizen eine Erinnerungshilfe sein sollen. Und dafür braucht es drei Prozessschritte. Der erste Schritt ist, dass wir sie aufschreiben müssen. Der zweite ist, dass wir sie in irgendeiner Form wiederfinden. Und der dritte Schritt ist dann die Weiterverarbeitung. Wenn wir Notizen aufschreiben, dann sollte dabei der Arbeitsfluss möglichst wenig gestört werden. Und deshalb schreiben wir sie normalerweise kurz, schriftlich und stichwortartig auf. Beim Wiederfinden ist es sehr hilfreich, wenn alle Notizen an einem Platz zu finden sind und wir sie immer dabei haben. Und je nach Menge kann es sein, dass es wichtig ist, dass ihr eine gute Struktur bzw. eine Suchfunktion habt. Beim Weiterverarbeiten wäre dann das Löschen nach der Erledigung wichtig bzw. das Einarbeiten in andere Strukturen. Wenn wir das jetzt auf OneNote anwenden, also den Umgang mit Notizen in OneNote, dann geht es beim Aufschreiben darum, mit den schnellen Notizen, also über Windows-Taste und N, die schnelle Notiz aufzurufen, sie zu schreiben und zu schließen. Ihr wisst ja, OneNote speichert, ohne dass man direkt auf Speichern klickt, sondern es passiert im Hintergrund. Das heißt, wir müssen hier auch nicht speichern. Und diese schnellen Notizen werden dann an einem speziellen Ort in OneNote aufgehoben. Die zeige ich euch, sieht so aus. Und wenn ihr mal was sucht, dann könntet ihr über die Suche, Steuerung E, die ihr ja auch rechts oberhalb der Seiten im Abschnitt findet, suchen. Wie schaut es jetzt konkret in OneNote aus? Also stellt euch vor, ihr seid gerade in Word, ihr schreibt in Word einen Text und jetzt fällt euch irgendetwas ein, was ihr euch kurz aufschreiben wollt. Dann drückt ihr die Tastenkombination Windows und N. Es kommt eine schnelle Notiz in den Vordergrund und in die schnelle Notiz schreibt ihr jetzt einen Text. Ich habe den mal hier schon vorbereitet und dann schließt ihr einfach die schnelle Notiz und dann schreibt ihr weiter. Damals seid ihr im Arbeitsfluss wenig abgelenkt und wenn euch wieder was einfällt, dann drückt ihr wieder die Tastenkombination Windows und N und schreibt zum Beispiel Geburtstagsgeschenk Heinz. So, und dann schließt ihr die Notiz wieder. Das heißt, damit seid ihr wenig im Arbeitsfluss gestört. Ihr seht auch, OneNote muss dazu gar nicht mal geöffnet sein. Jetzt so, dann starte ich jetzt OneNote. Ich mache das mal über eine Tastenkombination, nämlich Windows-Taste, Großschreibtaste und N. OneNote startet an der Stelle, wo ihr OneNote zuletzt verlassen habt. Und ihr findet jetzt hier links unten die schnellen Notizen. Und ihr seht, das sind die Notizen, die ich gerade eingetragen habe, das Grillen und das Geburtstagsgeschenk. Und ich habe da vorher auch schon weitere eingegeben. Das heißt, die finden sich alle hier in einer Liste und ihr müsst beim Anlegen der schnellen Notiz gar nicht überlegen, wo die hinkommt, sondern sie landet immer an dieser Stelle. Wie kann ich die jetzt weiterverarbeiten? Was möglich ist, ist zum Beispiel, dass ich die Notiz nehme und sie in einen Ordner, in einen Abschnitt schiebe, zum Beispiel hier Beispiele. Und damit wird diese Notiz hier unten mit dazu genommen. Was ihr jetzt schon seht, wenn ich mal wechsle zwischen einer Seite, die ich angelegt habe, und der Schnellnotiz, dann fehlt irgendwie die Überschrift. Das ist etwas, was ich in der Weiterverarbeitung nicht so toll finde. Deshalb gehe ich, wenn ich es weiterverarbeite, so vor. Ich schneide diesen Textcontainer aus, lege eine neue Seite an und füge dann den Textcontainer zum Beispiel mit Steuerung V hier wieder ein. Und damit habe ich das, was ich geschrieben habe, als Überschrift. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit der Weiterverarbeitung ist, ich gehe wieder hier unten in die schnellen Notizen. Ich nehme mir mal den Herrn Huber mit seinem Parkschein ansprechen. Ich schneide den Textcontainer aus, gehe in einen Abschnitt, in dem ich das haben möchte, und füge dort in den Textbereich einer Seite jetzt diese
Notiz ein. Und wenn ich später nach etwas suche, mir fällt gerade ein, ach, da war doch was mit dem Heinz. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das habe und ich tippe in die Suche Heinz ein, drücke die Enter-Taste, dann findet er auch hier in den schnellen Notizen das Geburtstagsgeschenk vom Heinz und vielleicht habe ich das auch schon erledigt und ich lösche einfach dann hier die schnelle Notiz. Das heißt, die Suche bezieht sich je nachdem, was ihr eingestellt habt, wenn ihr alle Notizbücher eingestellt habt, auch wirklich auf die Schnellnotizen und ihr könnt damit auch Schnellnotizen, die ihr noch nicht weiter verarbeitet habt, relativ schnell wiederfinden. Ich würde euch empfehlen, dass ihr einen Ablauf habt, wo ihr zumindest zu bestimmten Zeiten am Tag oder mindestens einmal am Tag die Schnellnotizen durchgeht und dann überlegt, was macht ihr damit, also sie löscht, sie als Seiten woanders hin verschiebt oder auch die Textcontainer in andere Bereiche einarbeitet. Was zum Beispiel auch noch möglich ist, ist, dass ihr eine Schnellnotiz aufruft und hier eure Erinnerung eingebt und dann aber nicht die Schnellnotiz zumacht, sondern sie offen lasst und in einem Programm, sagen wir mal in Word, weiterarbeitet. Und wenn ihr die Schnellnotiz später wieder braucht, zum Beispiel über Alt und Tabulator zwischen den Fenstern springt, auf eure Schnellnotiz geht und hier die nächste Notiz eingibt. Also die eine Variante wäre für jede Notiz eine neue Schnellnotiz und die zweite Variante wäre, dass ihr eine oder vielleicht auch mehrere Schnellnotizen offen habt und in die dann eure Informationen eintragt. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ihr beim Eingeben den Arbeitsfluss möglichst wenig stört und möglichst alle Notizen an einem Platz habt, um sie später gut wiederfinden zu können. Wenn ich jetzt wissen möchte, wo speichert eigentlich OneNote diese Schnellnotizen, dann seht ihr hier schon, das ist in einem Notizbuch ein Abschnitt, der heißt Schnelle Notizen und das sieht man auch unter Dateioptionen. Dort unter Speichern und Schließen könnt ihr sehen, der Abschnitt Schnelle Notizen, in welchem Notizbuch der ist. Und ihr könntet hier jetzt auch ein anderes Notizbuch für die schnellen Notizen auswählen. Ja, das war's wieder für heute mit Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Ich hoffe, ihr könnt entweder grundsätzlich mit den arbeitsorganisatorischen Tipps was anfangen oder auch mit den Tipps zu OneNote. Schaut euch gerne auch andere Videos auf diesem Kanal an. Zu OneNote gibt es da ja auch schon einige. Oder wenn es euch um To-Do-Listen geht, dann schaut euch mal mein Video zu den To-Do-Listen an. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Und ich freue mich von euch hier auf dem Kanal was zu hören. Also schreibt auch gerne in die Kommentare. Das war's. Ciao, euer Arno.